Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14 mit dem MTV Gießen und heute zu etwas ganz Besonderem, was man nicht jedes Jahr hat, je nachdem wie erfolgreich man ist, vielleicht schon. Aber ja, wir hatten es schon eine Weile nicht mehr und zwar die FIFA Club WM. Und zwar qualifiziert man sich ja dafür nur durch den Sieg der Champions League oder einem anderen Kontinentalwettbewerb, aber für uns, da wir aus Europa kommen, kommt nur die Champions League in Frage. Die haben wir letzte Saison gewonnen, das heißt, jetzt geht's in die Club-WM und wir spielen im Halbfinale gegen den Vertreter von Nordamerika und zwar gegen DC United aus den USA, aus der Major League Soccer. Und die haben eine Stärke von 766, wir sind bei 978, haben nach Stärke aufgestellt, wenn ich jetzt nichts übersehen habe. Und ich würde sagen, wir hoffen mal das Beste. Siegesprämie ist ausgeschrieben und so, also ja, 3D-Spiel ist angesagt, weil wichtiges Spiel, da möchte ich das gerne so zelebrieren. 3D-Spiel, ja, das ist das Heimtrikot von euch oder was? Okay, dann könnt ihr das euch nehmen, das setzt sich gut ab von unserem. Und heute werden wir Geschichte schreiben, indem wir ins Finale einziehen. Wir spielen im Mohammed bin Zayed Stadion in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da findet der Wettbewerb wohl statt, so wie es aussieht. Und jo, wir hoffen, dass das jetzt einigermaßen klappen wird. Die Bundesliga-Hinrunde hat ja einigermaßen hingehauen. Aus dem DFB-Pokal sind wir meines Wissens auch noch nicht rausgeflogen, genauso wenig wie aus der Champions League. Nur den Supercup haben wir bisher vergeben. Also können wir noch einige Titel holen. Also damit meine ich den deutschen Supercup. Den europäischen haben wir, glaube ich, geholt. Ich bin mir gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ich meine, Supercups sind ja die Titel, die am wenigsten interessieren. Die Club-WM kommt eigentlich direkt danach, aber ich finde die irgendwie immer wahnsinnig interessant. Weil es halt eine Club-WM ist. Weil quasi man wird quasi, wenn man da gewinnt, der beste Club der Welt. Und das ist eben nur sehr schwer zu erreichen. Da muss man seinen kontinentalen Wettbewerb gewinnen und darüber hinaus noch ein paar Spiele. So, und wir... Ach nee, hier wollte ich gar nicht hin, sorry. Ich wollte eigentlich... Die Ansicht ist hier wieder ein bisschen anders, habe ich den Eindruck. Deswegen verwirrt mich das. Wir wollen die Geschwindigkeit im Mittelfeld erhöhen. Damit wir schneller zu den spannenden Momenten kommen. Wie dem hier zum Beispiel. Klopp schießt am Tor vorbei. Schade. Oh, die sind gesponsert von Volkswagen. Ist ja schön. DC nehme ich an, heißt Washington DC, ne? Das würde auch das WA erklären. Also die Hauptstädter sind das. Oh, das war nicht so gut. Ach, das war auch nicht so gut. Freunde, wir müssen das Spiel gewinnen, wenn wir hier die Club-WM holen wollen, ne? Immerhin laufen die jetzt zum zweiten Mal ins Abseits und wir nicht. Muss das doch klappen, ja. Wieder kein Abseits und auch kein Schuss, aber jetzt Nachschuss und Tor. Jawohl, Mo Mettel, wenn ich das richtig gesehen habe, genau. 1:0. MTV Gießen durch Momentel. Vorlage ist, nehme ich an, habe jetzt nicht darauf geachtet, aber kann man Kwalischewski wohl durchaus werten dafür. Und die sind schon wieder ins Abseits gelaufen. Das sieht schon mal gut aus. Das klappt. Ja, stärkemäßig DC ungefähr, ja, so zwischen erster und zweiter Liga, nehme ich an, bei uns. Oder vielleicht sogar zweite Liga, Zweitligamannschaftsniveau. Vielleicht auch eine gute Mannschaft in der dritten Liga. Und Benjamin Weber fängt die Flanke ab. Kein Problem, alles sicher. Super. Oh. Jetzt wäre es fast immer gefährlich geworden, wenn der Ball denn auch angekommen wäre. Wenn es nicht Abseits gewesen wäre, das weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls haben wir heute gesehen, dass die Leute aus Washington hier gerne mal ins Abseits laufen. Und wir noch nicht. Diesmal sie aber auch nicht. Und das... könnte jetzt gefährlich werden. Durchaus. Aber kein Problem. Gut. Da war jetzt auch der Schuss nicht so krass gewesen, würde ich behaupten. Kam jetzt nicht sehr unerwartet oder kam jetzt nicht sehr platziert in irgendeine schwierig zu erreichende Ecke. Mit sehr viel Wumms oder was weiß ich, was man da erwarten bräuchte. Ich habe da jetzt nicht gezweifelt. So, jetzt sind wir wieder dran. Kwalischewski mit Platz im 16er und... da ist er, der zweite Treffer. Diesmal macht das selbst und muss sich nicht erst von Mettel helfen lassen. Vorlage Franz Klopp.
Schön. Ich hätte fast gedacht, das wäre vielleicht ein bisschen zu schwierig, weil der Winkel nicht so gut war und der Torhüter genau in der Schussbahn war, aber er kriegt ihn trotzdem da rein. Schön. Mal schauen, ob das heute noch öfter klappt. Wichtig ist nur, dass es nicht in die andere Richtung geht. Apropos andere Richtung. Das wäre jetzt hier fast gefährlich geworden. Aber der war so bedrängt. Da ging ja fast nichts Platziertes. Keine Chance. Schön. Und? Ja gut, ein bisschen früh. Wenig überraschend geschossen, sage ich mal so. Vorteil läuft. Jawohl, Ball ist immer noch da. Ui, und da ist das 3:0. Schön gemacht. Franz Klopp diesmal, genau. Wunderbar. Michael Karl als Vorlagengeber, der hier den Ball nochmal vor Auer wegluchst. Schön. Oh, jawohl. Dann ist es die nächste Chance. Ah, hat nicht so ganz seine Ruhe gehabt. Beim Schuss. Oh, schön gemacht von Chiara. Zweite Mal war auch sauber, ne? Das war der Einwurf, genau. Zwei saubere Grätschen hintereinander. Schön. Hat nur nicht viel genützt. So, Solomons. Im Abseits. Das heißt, beim Abseits steht es jetzt, wie viel? 3:0 oder so? 4:0? Ich weiß es nicht. Man sieht die Zahl hier gerade nicht. Auch schön mit der Einblendung, dass man sie halt so genau nicht sieht. Ich meine, wir können es in der Halbzeitstatistik nochmal sehen, wie oft die ins Abseits gelaufen sind. Oder man hat halt mitgezählt. Das kann natürlich auch sein. Oh, das ist nicht gut. Michael Karl hat sich verletzt. Können wir schon sehen, wie lange er ausfallen wird? 5 Wochen. Großartig. Das heißt, er ist in der Rückrunde vielleicht wieder da, irgendwann. 3:0, ich nehme Schwind rein. Dem gönne ich die Spielpraxis. Ist natürlich jetzt großartig. So, Mettel. War das Abseits oder gibt es 11 Meter? Weil ich habe das Gefühl, der Pfiff kam vor dem Foul. Aber es gibt wohl 11 Meter, so sieht das Ganze danach aus. Ja. Und da ist unser Schwind. Der darf jetzt FIFA Club WM spielen. Ist auch was Schönes. Spielt auch nicht jeder. Und da ist es 4:0 durch Hildebrand. Das war irgendwie nicht so souverän, ne? Hatte ich das Gefühl. Ich hatte kurz Angst, der war irgendwie, hat zu wenig Schwung gehabt. Aber ich meine, der Torhüter hat sich wieder durch die Seite entschieden. Der Ball war trotzdem drin. Alles super. Nur doof, dass Karl jetzt 5 Wochen ausfällt. Das ist natürlich doof. So, auf der anderen Seite spielt Sao Paulo gegen Auckland. Also Auckland, denke ich mal, aus Neuseeland. Und Sao Paulo aus Südamerika. Also aus Brasilien, um genau zu sein. So, 4 Abseitsstellungen von DC und keine von uns. So wie 2 Fouls von denen und keins von uns. Ich würde sagen, wir sind souverän unterwegs, haben sogar mehr Ballbesitz, was für uns nicht mal selbstverständlich ist. Eigentlich alles andere als das bei unserer Taktik. Läuft gar nicht mal so schlecht. So, Glob können wir auswechseln. Da bringen wir mal Kist rein. Und hier, Chiara hat noch eine recht schöne Note geholt. Kommt Meierhofer noch rein. Okay, soviel dazu. Bringt den Sieg nach Hause. Viel kann eigentlich nicht mehr schief gehen, oder? Ich meine, es kann immer noch... Es kann immer anders kommen, als wie man denkt, ne? Das war übrigens Absicht. Das so zu formulieren. Ich weiß aber nicht, auch nicht warum. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Es gibt auch so einen Spruch. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Egal. Ihre Spieler machen Witze. Es geht nur noch um die Höhe des Sieges. Dann schauen wir mal, wie hoch der Sieg noch ausfällt. Da ist Meierhofer. Da ist Kist. Und da ist die zweite Halbzeit. So, Mettel, da ist Kwalicheski, wartet vorne, kriegt den Ball aber nicht. Er macht es lieber direkt. Ja, warum nicht? 5:0 MTV gegen DC. No Mettel, Vorlagengeber Malte Kist. Was man kaum als Vorlage bezeichnen kann, die liegt so lang zurück. Der dribbelt er einfach durch. Oh, jetzt könnte es nochmal gefährlich werden. Aber auch nicht so sehr, weil der Schuss war auch wieder nicht so, weiß nicht, ne? Keine große Gefahr.
Barmat. Oh, ist noch nicht so großartig gelöst. Jetzt ist die sie wieder am Zug. Aber nicht für lange. Schön. Oh, oder doch nicht? Doch. Ach, schade. Ja, das war ein bisschen... Wie soll man sagen? Ich habe von dem Schuss nichts erwartet. So. Und jetzt aber nochmal wieder unter Bedrängung. Aber in Bedrängnis, besser gesagt. Aber diesmal hat es wieder geklappt. Momentum mit dem 6:0. Vorlage Malte Kist. Mal wieder. Schön. Na, er war vorhin ähnlich in Bedrängnis. Na, ein bisschen mehr. Diesmal war ein bisschen weniger in Bedrängnis. Hat es auch geklappt. So, 63 Minuten. Es steht schon 6:0. Mal gucken, wie viel heute noch geht. Hoffentlich kriegen wir kein Gegentor, weil das würde ein bisschen doof aussehen. Wir wollen doch hier souverän uns präsentieren auf internationaler, interkontinentaler Bühne. Jawohl. Schade. Oh, schade. Oder doch, ist doch gut gelaufen, dann wieder doch weniger gut und ja. Oh, jetzt aber nochmal vielleicht eine Chance. Schade, der Pass kommt nicht an. Ja. Der Schiedsrichter ist heute genauso gekleidet wie wir. Ist auch nicht so toll. Ja, wir kommen auf einmal ein bisschen schlechter durch. Oh. Mal gucken, wie lange der Ball bis es diesmal anhält. Ja, doch, jetzt ist es ein bisschen besser. Und Kwaliszewski ist durch. Ach. Schießt mit ordentlich Wumms. Aber sehr früh auch. Weiß nicht, wenn man so viel Platz hat, dann würde ich halt einfach nochmal ein paar Schritte gehen. Das wäre vielleicht besser. Fernschüsse sind vielleicht ganz nett, wenn man ganz überraschend aus dem Hinterhalt quasi abfeuern möchte. Sonst würde ich vielleicht nicht unbedingt auf Distanzschüsse zurückgreifen. Vor allem, wenn man halt noch näher rangehen kann. Oh, jetzt aber. Schade, das war abseits. Ah. Ja, das war eindeutig. Oder was? Nee, Moment, der Pass kam erst später. Das war gar nicht mal so eindeutig. Schade. Na, ob heute noch mal was geht? Ich meine, es muss ja heute nichts mehr gehen, aber wäre schon schön. So, jetzt Mettel mit viel Platz. Muss der Ball nur noch in die Mitte, aber da ist niemand. Okay, nächster Versuch. Kist jetzt auf Kwaliszewski. Und der schießt wieder. Das war jetzt kein... Das war jetzt gar nichts. Also, komm, das kannst du besser. Du warst noch nicht mal in Bedrängnis. Einfach nur ein bisschen ein Schüsschen abgegeben. Genau wie der hier. Ihr könnt es doch besser. Warum macht ihr es nicht besser? So, jetzt nochmal ein Versuch. Jawohl, kein Abseits. Jetzt in der Mitte ein Spieler. Wird er angespielt? Nein, wird er nicht. Schade. Ah. Schön gemacht von Meierhofer. Ball ist aber gleich wieder weg. Großartig. Spiel ist auch gleich zu Ende. Sieht nach einem 6:0 aus. Ich meine, würde ich mich nicht drüber beschweren. So, Kuck ist schneller. Aber wir sind immer noch im Ballbesitz. Kwaliszewski jetzt nochmal. Da wartet Mettel in der Mitte. Kriegt er den Ball? Nein, kriegt er nicht. Ha. Regt mich ein bisschen auf, obwohl wir 6:0 führen. So viele Chancen. So, jetzt nochmal Kwaliszewski. Und er schießt vorbei. Oh. Schade. Schade. Wechsel bei den Hauptstädtern. Und das war's. Wir gewinnen 6 zu 0. Ich war kurz in Gedanken beim 7:1 von Brasilien. Das hat jetzt eine gleiche Tordifferenz. Also ne, gegen Brasilien, Deutschland damals 2014. War auch schön. War auch ein Halbfinale übrigens. Ja, wie auch immer. Wir haben 6:0 gegen DC gewonnen. Und das ist doch in Ordnung. Das andere Spiel, war das hier Elfmeterschießen oder was? Wahrscheinlich, oder? Bei einem 6:5. Auf jeden Fall, São Paulo ist weiter. Ganz schön krass, dass es so spannend geworden ist. Weil Auckland, das ist doch... Auckland ist definitiv, oder bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Vertreter aus Neuseeland ist. Und dass sie sich so schwer gegen die tun.
Hätte ich nicht erwartet. Aber ja, schönes Duell Europa gegen Südamerika. Was will man mehr? Die zwei stärksten Kontinente der Fußballwelt treffen aufeinander. Okay. Ja, wir kriegen schöne Noten, das freut mich. Ja, nicht schön, auch mit einer 2,5. Ist bei 3D-Spiel auch nicht schlecht. Da sind die Noten ja oft nicht ganz so gut. Doof ist halt, dass sich Michael Karl verletzt hat natürlich. Naja. Und Auckland City, ne? FC, das ist ziemlich sicher, das ist, sehen wir das hier irgendwo? Ne, sehen wir hier nicht das andere Spiel, oder? Ja, wie auch immer. So, hier können wir uns die angucken vielleicht. Auckland City, das ist, ja, Neuseeland. Krass, dass sie es so weit geschafft haben. Weil die haben ja vorher schon ein Ausscheidungsspiel gegen Afrika dann, soweit ich weiß. Und naja, wie läuft denn das immer? Wir haben 6 Kontinente. Europa und Südamerika sind fürs Halbfinale gesetzt und davor spielen dann... Moment, wir haben hier noch Asien und Afrika. Genau, Ägypten in dem Fall. Also Asien, Afrika und Nordamerika und Ozeanien. Ja gut, jedenfalls sind Afrika und Asien im Viertelfinale ausgestiegen, sozusagen. Also was nicht direkt ein Viertelfinale ist, zumindest nicht von der Zahl der Spiele und der Mannschaften, weil ja die Europäer und die Südamerikaner schon fürs Halbfinale gesetzt sind. So, naja, wie auch immer. MTV Gießen, bestes Team im Jahre 2026, das ist doch schön. Durchschnittspunkte 2,5, insgesamt 86 Punkte. Schön. Schön, schön. So, dann haben wir noch die Rangliste des Fußballs. Sehen wir da irgendjemanden von uns? Ja, ein paar Spieler, die wir von uns kennen. Ich glaube, Philipp Walter, oder? Kommt mir bekannt vor. Ach nee, das war ein anderer. Aber wir hatten noch einen ähnlichen. Gut, wir haben Simon Walter. Gut, der ist noch bei uns. Und Philipp Augustin. Vielleicht habe ich die hier verwechselt. Das ist ein real existierender Spieler, wie man sehen kann. Den hatten wir auch schon mal öfter bei Dortmund gesehen. Deswegen kam der mir auch so bekannt vor. Tim Becker. Den hatten wir bei uns. Da bin ich mir sicher. Der ist dabei. Ist leider nicht mehr unter unserer Gewalt. Aber er ist auch nicht so der Krasse von der Stärke her. Von daher ist es nicht so tragisch. Trapp. Da freue ich mich, dass der dabei ist. Jo. Sonst was. Hier. Irgendjemand von uns. Mukomanovic war mal bei uns. Ist jetzt aber auch nicht so wahnsinnig krass, dass er jetzt uns weiterbringen würde, aber ist nicht schlecht, wie er sich entwickelt hat. So. Drum sticht mir ins Auge als in der Realität derzeitiger Eintracht-Spieler. Sebastian Kahl haben wir hier noch. Das ist ein Leihspieler derzeit von uns, genau. Schön, dass er anscheinend gut spielt. Sonst noch jemanden. Hildebrand direkt von uns. Interessant, dass so wenige von uns dabei sind, ne? Also direkt von uns meine ich jetzt, ne? Hier haben wir Michael Karl, hier haben wir Yannick Schwind, okay. Mit offensiven Mittelfeld schlagen wir uns ein bisschen besser, aber das ist ja nicht nicht überraschend, so. Dann haben wir jetzt hier den absolut besten Stürmer mit Kwaliszewski und dann Klopp. Kist und Dröge in der internationalen Klasse. Ansonsten kommt mir keiner von uns bekannt vor. Zweite Bundesliga ist die Frage, ob man da nochmal reinschauen sollte. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen noch. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt und wenn ja, wie viele Leute in die zweite Liga ausgeliehen haben. Habe auf jeden Fall keinen gesehen. Naja, gut. Das war die Rangliste. So, und jetzt ist das Kundenzentrum fertig geworden. Mal wieder. War noch irgendwas, was wir machen wollten? Ich würde sagen, wir wollten hier weiter ausbauen, ne? Genau. Kundenzentrum erstmal Kundenzentrum sein lassen und hier die medizinische Abteilung weiter ausbauen. Denn die Spieler gehen erstmal vor. Werden die Verletzungszeit nochmal ein bisschen kürzer. Und dann läuft das.
Genau. Das geht jetzt 16 Tage, bis das Jugendzentrum fertig ist. Das ist dann auf der höchsten Stufe. Und dann müssen wir wohl wieder auf was ausweichen, was nichts mit den Spielern zu tun hat, weil dann wieder alles da in dem Bereich bereits ausgebaut wird. Alles klar. Zur Kenntnis genommen. Kreuzbandanriss, das ist natürlich nicht gut. Oh je. Ich hoffe, dadurch wird er nicht verletzungsanfällig oder so, wenn das nicht schon ist. Nee, ist er nicht. Alles gut. Weiter Einwürfe. Ist schön. Hoffen wir, dass er wieder gesund wird. Das erhöht natürlich die Einsatzchancen von Yannick Schwind. Haben wir da auf der Seite wieder einen Gewinner, aber naja, gut. So, was haben wir jetzt noch? Siegprämie. Verbuchen können? Warum das denn? Jetzt noch Pokalprämie, nochmal 1 Million. Ich weiß nicht, ich verstehe die Siegprämie nicht so ganz, wo die herkommt, aber okay. Das habe ich so und sonst noch nicht so gesehen. Aber okay. So viel dazu. Ich würde sagen, das war's dann für heute und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim Finale gegen Sao Paulo. Und dann sage ich mal Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.